herzlich willkommen zu einem neuen Food etc. Haul. Und zwar war ich heute in einem Drogeriemarkt und in einem Discounter. Ja, und den halben Vormittag habe ich beim Arzt verbracht. Trotz Termin, aber es ist manchmal so, manchmal, ja, ich habe auch Verständnis, kommen ja auch immer Notfälle rein. So, ich habe noch das allererste, was ich gekauft habe im Discounter, das war jetzt etwas, was ich euch nicht zeigen kann, ist ein Toskana-Stämmchen, aber auch total egal. Fangen wir einfach mal an und machen wir das einmal durcheinander. Discounter ungefähr an die 60 Euro, Drogeriemarkt 54. Und im Drogeriemarkt, ich bin ja total der, ja, Klopapier-Freak. Ich liebe es, wenn das Klopapier bedruckt ist. Oder nach etwas riecht. Aber ich glaube, das riecht. Oder doch, riecht das nach was? Oh mein Gott, das riecht sogar. Oh mein Gott. Oh, das riecht super nach so Bubblegum-Gedöns. Oder? Doch. Oh, schön. Naja, auf jeden Fall ist es. Jetzt habe ich schon eh aufgerissen. Jetzt ist es hier. Das sind solche bedruckten Toilettenpapierrollen. Ich freue mich darüber. Dann geht es los. Ach, hier mein kompletter Einkauf. Ja, zwei solche Kästchen bzw. Körbchen habe ich. Einmal so, wie immer, Eisbergsalat. Dann Babyspinat. Kann man auch gut gebrauchen. Und Pfifferlinge, aber ich glaube, dass bei Pfifferlingen war das sogar so, dass sie ein bisschen zu viel Kohlenhydrat, ich weiß nicht genau, aber ist es mir egal. Also ich habe jetzt, jetzt ist Pfifferling-Zeit und deswegen dachte ich mir, kann man sich das ja mal gönnen. Ist ja alles okay. Dann, was könnte es sein? Ein Brokkoli. Ja, der Brokkoli, der Brokkoli. Und ich habe irgendwie richtig Lust auf Fisch. Also ich habe ja, ich habe das ja, glaube ich, schon öfter mal erzählt, dass ich ich glaube, je nach Hormonlage, so alle paar Wochen Bock auf Fisch habe. Also gibt es wieder Fisch, Lachs. Und dann habe ich mir heute zum Mittagessen hier den hier gekauft. Den mache ich mir, mein Mann bekommt was anderes. Und Biohähnchen, ja. Biohähnchen, meine geliebten Champignons natürlich. Dann einmal Weinträubchen. Für mein Männchen. Und ich habe die probiert. Das war, glaube ich, gestern oder vorgestern hatten wir schon welche gehabt. Die sind sowas von süß. Das ist echt furchtbar. Also das ist schon wieder ein bisschen zu hart. Aber gut, es ist halt eine, es ist eine Süßigkeit, muss man ja sagen. Avocado. Zwei Stück. Mal zur Abwechslung. Avocado habe ich schon echt lange nicht mehr gekauft. Dann Tomaten. Mein Mann liebt Tomaten auf jeden Fall. Ich esse da jetzt nicht so viel davon, aber er mag das. Dann Macadamia-Nüsse. Meinen geliebten Fenchel. Und drei Gurken, also solche Gurken. Dann einmal habe ich hier so einen französischen Brie mitgenommen. Gut Bio, ich glaube, das war neu. Und ich glaube, ich habe das letztes Mal falsch gesagt. Die Melone, die ich gekauft habe, war nicht die einzige Melone, die man so gesehen in der ketogenen Ernährung essen kann, sondern diese hier ist es. Also das ist diese Cantaloupe-Melone. Die ist das wohl. Die hat halt relativ wenig Kohlenhydrate auf 100 Gramm. Ich hoffe, dass es jetzt nicht schon wieder falsch ist, aber ich glaube, das war diese Cantaloupe-Melone. Wenn nicht, ja mein Gott, dann habe ich halt so viele Kohlenhydrate gegessen. Uiuiuiui, Katastrophe. Ich muss sagen, ich fühle mich echt gut dabei, nicht mehr so eine Angst entwickelt zu haben und auch so ein bisschen runterzukommen und auch einfach mal mein Leben zu genießen mit Lebensmitteln, die einfach lecker sind. Dann hier mein zweites Körbchen. Einmal wieder für unseren Vorratsschrank Schokolade, 85-prozentige. Dann, ach, dann habe ich mir eine Sonnenbrille gekauft. Diese Sonnenbrille. Ich würde sie jetzt anprobieren, aber ich möchte sie erst vorher waschen. Ja, ich habe schon sehr, sehr lange mit ihr geliebäugelt, aber sie nie gekauft. Und jetzt gibt es ja wieder im Drogeriemarkt halt diese 10% Gutscheine. Und dann dachte ich mir, ach, gönnst du dir mal eine neue Sonnenbrille? Weil ich habe nur zwei tatsächlich. Also die, die ich jetzt auch die letzten Tage draußen an hatte und eine habe ich noch im Auto. Gürkchen wollte ich jetzt? Nein, das sind Cashewkerne. Also Cashewkerne habe ich relativ viele.
gekauft. Dann habe ich im Discounter diese Salami-Sticks gekauft. Ist jetzt nicht das beste Lebensmittel, aber man kann es ab und an mal essen. Das kann man nicht essen, auch nicht trinken. Kontaktlinsenflüssigkeit, wieder für mein Vorratsschränkchen und dann wieder mal Mandelmus, damit ich die Mandelmilch herstellen kann. Ach, das Körbchen ist echt schwer. So, zwei Stück davon. Dann gibt es ein Rohbreit, ja, aber nur ein, beziehungsweise, ja, ich habe jetzt mal ein, also zwei genommen, damit das jetzt nicht so... Ist nicht, also diese Riegel sind natürlich nicht besonders gesund, aber man kann sie auch ab und an mal essen. Pistazienkerne für den Vorratsschrank, also auch nochmal ganz viele Nüsse, ne? Die Pistazien, Macadamia, die waren im Angebot. Die waren alle 20% günstiger, deswegen habe ich da jetzt so ein bisschen was mitgenommen. Und dann natürlich wieder Motivtaschentücher mit Elsa und Anna. Und einmal hier passend zu diesem Klopapier, diese, ja, ich weiß nicht, was ist das, wie nennt man das, Pop Art oder so, ne? Dann habe ich mir noch ein Haarshampoo gekauft, einmal dieses hier, ich hoffe, das ist gut. Und einmal Duschgel, dann eine Nachfüllseife und dann gab es auch im Angebot ganz viele Badezusätze, die habe ich jetzt auch nochmal mitgenommen. Und das war es im Grunde genommen. Also das ist jetzt so alles, was ich jetzt gekauft habe für die nächsten paar Tage. Und ja, der Ausflug war natürlich schön. Aber man muss auch sagen, dass es dort ja, ernährungstechnisch halt nicht so eingehalten werden. Also was heißt eingehalten? Ja, man hätte natürlich fasten können und dann halt nur diesen einen Burger essen können. Aber irgendwie will man sich auch manchmal so im Urlaub... bisschen was gönnen. Natürlich war jetzt vorletzte Woche waren wir ja für 2 Tage weg, jetzt waren wir wieder für 4 Tage weg, aber ich denke mal, das ist alles in Ordnung und ja, man merkt es aber schon, dass ja, es ist einfach, jetzt muss es wieder zur Normalität kommen und jetzt muss man wieder so ein bisschen sich zügeln, sage ich jetzt mal, ne? Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich dann faste, und wenn ich dann mal nicht faste, also ich habe ja dann in den paar Tagen, also ich esse ja normalerweise, wenn ich hungrig bin. So. Und hier in dem Fall habe ich das ja natürlich nicht gemacht, weil wir ja morgens zum Beispiel dann irgendwas gegessen oder getrunken haben, wie auch immer. Und dann halt nicht zu, also ich habe jetzt nicht gewartet, bis ich hungrig bin, sondern ja, wir haben dann einfach gesagt, ja okay, dann gehen wir um 12 oder so Mittagessen. Ja, und dann hat man halt das gegessen, was, ja, was man dann... vor der Nase hatte und im Endeffekt ist es so, wie das früher war, also Essen nach Plan. Ich muss sagen, dass mir das jetzt aufgefallen ist, wie schlecht das eigentlich ist, wenn man nicht isst, wenn man hungrig ist, weil man gewöhnt sich dann halt wieder an dieses, ja, wir essen einfach, wenn irgendwas vor einem sitzt, steht oder wie auch immer. Und das fand ich schon ein bisschen hinderlich jetzt, ne? Also jetzt muss ich wieder gucken, dass ich wieder in diese alten Gewohnheiten reinkomme und dass ich wieder, ja, einfach faste und esse, wenn ich hungrig bin. Also das, da habe ich so das Gefühl, dass der Körper sich da so schnell dran gewöhnt, so zum Gelegenheitsesser zu werden. Ne? Also immer schön, was da ist, dann rein damit. Ist natürlich nicht so der Burner. Ja, ich räume jetzt erstmal auf. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gekauft habt für die Woche oder ob es was Besonderes bei euch gibt, so wie bei uns jetzt zum Beispiel die Pfifferlinge, weil sie einfach Saison haben. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ob jetzt morgen wieder ein Video pünktlich um 6 kommt, das weiß ich nicht. Es ist schon relativ spät. Ich muss gucken, wie ich das jetzt hinbekomme. Aber ja, wenn nicht, dann halt im Laufe des Tages. Vielen Dank, bis morgen. Tschüss.